wie man mit Menschen aus anderen Ländern, die hier bei uns in Deutschland leben, in Kontakt kommen kann und über Jesus ins Gespräch kommt. Hallo. Jetzt ist mir eingefallen, dass ich noch gar nicht gesagt habe. Ach so, ja, das ist doch ganz gut, jetzt direkt zu sagen, hallo, ich bin Heike in Japan. Okay, also nochmal. Nochmal. Konnichiwa. Konshu no On Fire e yokoso. Watashi wa Messe Heike to moushimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hallo, herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von On Fire. Wir sind on fire für Jesus und gemeinsam unterwegs, um unseren Platz in Gottes Global Story für uns zu finden. Ich bin die Heike und gemeinsam mit meinem Mann Armin waren wir 16 Jahre in Japan unterwegs und jetzt leiten wir die Arbeit hier für OMF Deutschland. In der heutigen Teppanyaki-Sendung erlebt ihr Tobi, der Hans Walter in Karlsruhe interviewt. Hans Walter zeigt uns auf, wie man mit Menschen aus anderen Ländern, die bei uns in Deutschland leben, in Kontakt treten kann und über Jesus ins Gespräch kommt. Hans Walter lebt mit seiner Frau Sabine in Karlsruhe, wie ich eben schon gesagt habe, und hat dort eben einen internationalen Hauskreis angefangen. Nun wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß in der heutigen Sendung. Tanoshinde kudasai! Hans Walter, ich weiß, es sind viele Ausländer in Deutschland unterwegs. Viele Asiaten in Deutschland unterwegs und ich würde gerne irgendwie was damit machen und gerne so ein bisschen die erreichen und für Jesus gewinnen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Hast du da irgendwelche Tipps für mich? Also ich denke, das Allerwichtigste ist, dass du die Leute annimmst, wie sie sind. Wirklich auf sie zugehen, Beziehung knüpfen. Wenn man in ein fremdes Land reinkommt, das Allerwichtigste, also was man verloren hat, ist seine Familie, was man verloren hat, sind seine Beziehungen. Und was einem am Allerwichtigsten ist, sind Menschen, die einen lieb haben, Menschen einfach, die einen annehmen. So Annahme ist, denke ich, das Allerwichtigste. Und Annahme, das kannst du, ob du jemanden zum Essen einlädst, Leute nach Hause einladen, da gibt es ganz verschiedene Formen, diese Annahme ganz praktisch eben zu gestalten. Was ist denn so ein paar positive Erlebnisse, die dich begeistert haben, auch da weiterzumachen? Also ich weiß, ihr habt ein anliegendes Herz für internationale Menschen, für Leute, die in Bewegung sind, die woanders leben, eben nicht in ihrem Heimatland. Aber was sind so zwei, drei Erlebnisse oder vielleicht das Key-Erlebnis, was dich angefeuert hat, weiterzumachen? Also ich denke zum einen, dass eben im Leben von Menschen was passiert. Ja, dass Menschen verändert werden, dass die Kommilitonen sagen, der hat sich verändert in den letzten Wochen. Was ist denn mit dem passiert? Und du dann sagen kannst, ja, wir haben miteinander in der Bibel gelesen und das hat ihn sehr angeregt. Und die Kommilitonen dann fragen, ja, was habt ihr denn gelesen, das ihn da so verändert hat? Oder ein Student, der sich oft sehr mit seinen Eltern gestritten hat, ne, und wo jetzt auf einmal seine Eltern diese Veränderung in ihm stattfinden und merken. Und er kommt nach Hause und die Eltern hören ihm zu und staunen, was hat sich denn, warum ist er so anders? Und er geht wieder zurück und kommt wieder zurück nach Deutschland, um weiter zu studieren. Und dann sagt er mir, seine Eltern suchen eine Gemeinde, ja, weil sie die Veränderungen in ihm so gemerkt haben. Und sie wollten doch jetzt wissen, was der gute Mann da für eine Droge nimmt, so ungefähr. Ja? Also sie wollten auch mal wissen, was denn da so ist. Also wenn der Glaube in dem Leben von den Menschen attraktiv ist, das ist der Hammer. Das macht richtig Laune. Wie sieht denn so ein Treffen bei euch aus? Wie läuft das ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wir haben meistens so mal eine viertelhalbe Stunde Ankommensphase, wo jeder einfach reinkommt und so weiter. Internationale Studenten oder auch ganz insgesamt internationale. Manche, die kommen eine halbe Stunde zu früh, weil sie wollen super pünktlich sein. Andere, die kommen auch eine Stunde zu spät. Also das ist einfach so. Ja? Also das heißt, man muss so ein bisschen eine Ankommensphase haben. Wir machen meistens eine Vorstellungsrunde, dass jeder einfach mal sagen darf, wer er ist, was er tut, wo er herkommt. Auch das gehört zur Annahme. Ja, dass die Person wertgeschätzt wird, als wer er ist. Dann, manchmal singen wir, aber das Wichtigste ist einfach, dass wir in kleine Gruppen aufteilen, dass dort Wort Gottes gelesen wird. Und dann aus den Gruppen, die Menschen kommen wieder zusammen und dann fragen wir, was habt ihr in den Gruppen gelernt? Und das Schöne dabei ist, dass man dann so ein bisschen eine Kontrolle, eine Lernkontrolle, ja? Also man hört praktisch, was ist bei ihnen angekommen? Ja? Und die berichten dann von den einzelnen Gruppen. Und die Leute lernen auch von den anderen, was ihnen wichtig geworden ist. Das finde ich immer eine ganz, ganz coole Nummer.
Und dann klingt der Abend aus und eben bei Internationalen ganz, ganz wichtig, dass man immer was zu essen hat. Das ist einfach wichtig. Es muss zu essen da sein und man muss Zeit haben. Wir machen das an einem Freitagabend und manchmal geht es bis 11, manchmal geht es bis 12. Das ist halt einfach so. In diesem internationalen Bibelkreis, da kriegen Leute Impulse. Sie stellen viele Fragen und wenn wir dann merken, da ist einer, zwei, drei, die hat Gott wirklich angerührt, dann sagen wir, würdest du dich gerne mehr damit beschäftigen? Und meistens treffen wir uns dann eben in kleinen Gruppen, sehr kleinen Gruppen außerhalb des internationalen Bibelkreises oder vielleicht auch einzeln, dass wir einfach so einen Grundkursglauben miteinander durchgehen. Und dann ist es eben schön, am Ende dieser Zeit dann einfach zu sehen, wo dann Leute sagen, ja, also das interessiert mich. Ich möchte einen Schritt wagen einfach auf diesen Gott zu. Und oft ist das jetzt auch noch nicht das Ende, sondern es ist eigentlich erst der Anfang, wirklich mit den Leuten dann gemeinsam zu wachsen, sodass wirklich Glaube an Jesus in ihrem Leben lebendig, aktiv wird. Vielleicht noch eine kurze Story. Eine Person, die bei uns zum Glauben gekommen ist, da war dann eben eine High-Flyer-Frau, die parallel zwei Master-Degrees, eins in ihrer Heimat und eins hier gemacht hat. Also top, gescheit, Blitz, sonst irgendwas. Hat wunderbare Angebote in der ganzen Welt gekriegt, viel, viel Geld. Und dann war die Frage, wo findet sie den Job? Und sie hat gesagt, in meiner Kultur, da wählt man den Job nach dem meisten Prestige und nach dem meisten Geld und nach den meisten Weiterkommenmöglichkeiten. Aber jetzt, weil ich Christ bin, möchte ich den Job danach wählen, wo ich am meisten im Glauben wachse. Und sie hat sich einen Job in unserer Stadt gesucht, damit sie noch mal zwei Jahre lang einfach Wort Gottes mit meiner Frau lesen kann und einfach da. Und es war so der Hammer. Ja, also, dass wirklich ihr komplettes Denken sich da verändert hat und sie gesagt hat, ich möchte hier wachsen. Hast du eine Geschichte, wo du mal sehr herausgefordert warst, wo Dinge irgendwie nicht sich entwickelt haben, wie du es geplant hast, wo du mal vielleicht auch an deine Grenzen gekommen bist in dieser Arbeit? Oder lief alles immer recht smooth, recht sicher ab für dich? Nein, also es gibt verschiedene Schwierigkeiten. Das eine ist, wenn du unterschiedliche Leute einlädst, du weißt ja nie, wer kommt, ob die sich miteinander vertragen. Wenn dann Leute von China und von Taiwan sind und dann anfangen politische Diskussionen. Wenn du dann Iraner hast und vielleicht dann Afghanen oder sonst irgendwas. Ja, und die haben da irgendwelche Rivalitäten miteinander. Wenn der eine nicht kommt, weil der andere kommt oder solche Sachen. Also das ist mal ein Set von Schwierigkeiten. Aber das andere Set von Schwierigkeiten ist, wenn mich ein Chinese über Feuerbach und über Theorien von Kant und was weiß ich fragt und ich dann einfach merke, oh, hallo, ich bin da überhaupt nicht drin in dem, was ihn wirklich, und wenn er dann von Kierkegaards springenden Steinen des Glaubens erzählt und mich fragt, was ich davon halte, dann bin ich einfach jenseits von dem, was ich eigentlich weiß. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Vielleicht auch noch eine Schwierigkeit ist, wenn man dann merkt, Leute interessieren sich für den Glauben, es ist wirklich etwas, was dran ist, aber ihre Familien zu Hause sind dem sehr entgegen und verbieten ihnen dann zu kommen. Und auf der einen Seite im christlichen Glauben, ich möchte, dass sie ihre Eltern ehren. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das auch rüberbringe, weil das gehört einfach dazu. Und auf der anderen Seite interessieren sie sich ja auch und sie wollen sie auch hören. Und da eine gute Mischung zu finden, das ist oft schwierig. Wenn ich jetzt so einen Kreis anfangen wollte, in meiner Stadt, wo ich jetzt hinziehe, was muss ich können oder was muss ich sein, um so einen Kreis anfangen zu können? Du brauchst eine Liebe für die Menschen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wenn du eine Liebe für diese Menschen hast, das ist wirklich einfach zentral. Hilfreich ist es, wenn du einen festen Raum hast, wo man auch hinkommen kann. Also wenn man jede Woche woanders ist oder sowas, das ist einfach schwierig. Weil meistens diese internationalen Leute auch, es ist jetzt nicht so, dass die für immer fest zusagen können, sondern da ist eine große Wechsel auch drin. Ich denke, anfangen muss man einfach mit ein paar wenigen. Und ich denke, man muss es dann einfach so attraktiv gestalten, dass sie gerne ihre Freunde mitbringen. Wir haben immer wieder Feste gemacht. Also wenn man mit Chinesen zusammen ist, dann muss man einfach chinesisch Neujahr feiern. Wenn man mit Kurden ist, dann kann man denen ihr Neujahr feiern oder ihr Nationalfeiertag oder irgendwas. Also irgendetwas feiern, ja, immer feiern. Geburtstage. Und dann sollen sie einfach ihre Leute mitbringen. Ja?
und bei den Feiern irgendwas Cooles miteinander machen. Ein Spiel, irgendwas. Es muss wirklich nicht teuer und es muss auch nicht aufwendig sein. Aber einfach, dass man miteinander Spaß hat. Simpel, einfach. Was zu essen dazu ist auch hilfreich. Das sind so, glaube ich, die wichtigsten Kriterien. Du, Destaka, wie war's denn? Hat's euch was gebracht? Wurde ihr inspiriert? Ich hoffe, ihr habt jetzt richtig Lust, euren eigenen Hauskreis anzufangen mit internationalen Leuten in eurer Umgebung. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder andere Kommentare uns mit auf den Weg geben wollt, dann schreibt die doch bitte hier unten rein. Wir würden uns total freuen, wenn ihr unseren Channel abonnieren würdet oder mit euren Freunden teilt. Und wir freuen uns jetzt schon, wenn ihr mit uns weiterhin unterwegs seid und weiterhin am Entdecken bleibt, was Gott mit uns vorhat. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Hast du noch einen Witz? Witze sind ganz schlecht bei mir. Feier für Jesus und die Welt und gemeinsam unterwegs. Wir sind drin, Feier für Jesus und die Welt und gemeinsam unterwegs. Um Gottes Platz, Quatsch, um unseren Platz.